Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Leichtathletik-Saar.tv. Heute steht ganz im Zeichen unserer Sendung die Athletin des Monats Januar, Aline Krebs vom LAZ Saarbrücken. Wir haben sie nach dem Training einmal getroffen und haben ihr ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise sie hat sich die Fragen eben einmal selber gestellt. Also, wie bist du zur Leichtathletik bzw. dann zum Laufen gekommen? Und zwar, es war so, mein Trainer, der hat immer so eine Laufveranstaltung organisiert, nennt man Langlauftag. Und da wurden alle Schulen in der Umgebung angeladen. Und da wurden Mädchen mussten dann 800 Meter laufen, die Jungs 1000. Und da bin ich zufällig eigentlich, wurde ich da von der Schule eingetragen und bin da gelaufen. Da habe ich schon ein Schreiben bekommen. Ja, und ab dann bin ich in diese Gruppe gekommen, wo ich jetzt eigentlich immer noch trainiere. Ja, durch eine Einladung. Mein Lieblingsessen sind Nudeln und Pizza. Eigentlich Nudeln, die gibt es bei mir auch jeden Tag zu Hause. Mein Vorbild, also wer ist dein Vorbild und warum? Mein Vorbild sind die Kenianer, also ich habe keinen bestimmten, das sind eigentlich fast alle. Und warum? Die faszinieren mich einfach, also ich finde krass, was sie laufen und wie die das eigentlich alles immer laufen, die langen Strecken. Ich mache ja, am liebsten mache ich auch längere Strecken, nur zur Warst Zeit du schon mal in Afrika? Nee, noch nicht. Aber du würdest gerne mal? Ja, auf jeden Fall. Was machst du noch außer Laufen? Also zurzeit mache ich gar nichts, außer Uni noch. Und sonst gehe ich eigentlich nur laufen. Sport und Biologie studiere ich auf Lehramt. Also habe ich auch an der Uni Sport. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich hoffe an irgendwelcher Schule. Sportlich gesehen kann ich das jetzt noch gar nicht sagen. Ich denke, dass ich nie aufhören wird, irgendwas zu laufen. Ich denke, dass ich auch, wenn ich jetzt keinen Leistungssport mehr mache, irgendwann noch Volksläufe oder so irgendwas laufen werde. Welche Stärke muss ein erfolgreicher Athlet meiner Meinung nach mitbringen? Das ist auf jeden Fall jede Menge Ehrgeiz, Wille und Einsetzungsvermögen im Training. Ja. Also, ich halte mich jetzt nicht so an einen Ernährungsplan. Ich esse eigentlich immer das, was meine Oma mir mittags auf den Tisch stellt. Das ist sehr abwechslungsreich. Man sollte eben Gemüse, denke ich, viel essen, Kohlenhydrate, Nudeln, Fleisch, nicht so viel Süßes. Ja. Also anders eigentlich gar nichts. Die Wettkämpfe sind immer noch dieselben, außer dass ich jetzt da Stadt Pfalz und Rheinland-Pfalz-Saarland-Meisterschaften laufe. Ja, eigentlich schockiert haben mich die ersten Saarland-Meisterschaften, als die Stoppuhr ausgefallen ist und ich 2 Stunden später erst gelaufen bin. Aber ich meine, das war jetzt ein blöder Zufall. Das hat jetzt nichts. Also eigentlich alles normal. Das Training letztes Jahr habe ich auch schon hier in der Halle ab und zu mal trainiert. Also im Großen und Ganzen ist eigentlich alles gleich geblieben. Der Verein, der unterstützt mich jetzt halt sehr, in dem Verein, wo ich jetzt bin, der Neue. Die sorgen jetzt auch dafür, dass ich ab nächstes Jahr Oktober ein freiwilliges soziales Jahr machen kann, dass ich halt an der Uni freigestellt bin, dass ich mehr trainieren kann. Das ist schon vorteilhaft eigentlich. Ja. Ja, also ich wusste die Rekorde vorher gar nicht. Ich habe das auch erst ein paar Tage später erfahren, zum Beispiel bei meinem ersten Rennen, der 1500-Meter-Lauf. Irgendwann hat mich jemand in Facebook angeschrieben, ich habe noch keine Saarbrücker Zeitung. Ah ja, du bist Saarland-Rekord, glaube ich. So, was? Keine Ahnung. Ja, das hat mich schon gefreut. Und jetzt auf 800 Meter auch gleich noch. Den habe ich ja, glaube ich, 3-mal oder so dann immer wieder korrigiert. Ja, schon cool. Dankeschön.
quasi nun unsere Athletin des Monats Januar, Aline Krebs, noch einmal herzlichen Glückwunsch an Sie. Ich möchte zum Schluss der Sendung noch einmal an unsere Aktion hinweisen. Wir suchen das schönste Trainingslagerfoto 2012. Schicken Sie an diese E-Mail-Adresse, die hier unten eingeblendet ist, bitte Ihr Bild oder Bilder, je nachdem, wie Sie möchten, von Ihrem Trainingslager. Schreiben Sie uns auch einen kleinen Text dazu und dann wird auf Facebook eine kleine Abstimmung stattfinden und das beste Bild wird dann auch mit einem Preis ausgezeichnet. Ich hoffe, Sie hatten heute viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir dann den Athleten des Monats Februar vorstellen. Da läuft im Moment die Abstimmung bis zum 25. März, also noch voten, voten, voten. Bis zur nächsten Woche, bis dann. Tschüss.